Hey ho, Freunde! Nachdem die Schreie nach der Pizzasoße immer lauter geworden sind, naja, habe ich meinen Schatz dazu überredet, nochmal eine zu machen. Ja, da drüben hat sich schon alles hergerichtet. Ich persönlich war noch nicht dabei, wie sie dies gemacht hat. Also überlassen wir alles weitere ihr und gehen darüber auf. Ja, da hat es mal richtig schön hergerichtet. Mein Schatz, was haben wir alles? Also, nachdem das alles doppelte Menge ist, haben wir 800 Gramm halbierte Tomaten, 4 Zwiebeln, 6 Knoblauchzehen, eine Handvoll Hurra, Outtake mit meinem Schatz! Basilikum, dass ich es jetzt noch rausbringe. Tomatenbrat brauchen wir ungefähr die Hälfte und 4 Teelöffel Balsamico-Essig. Als Gewürz haben wir 4 Esslöffel brauner Zucker, 4 Teelöffel Pizzagewürz, 2 Teelöffel Paprika, 2 Teelöffel, es sind bloß 1,5, weil sonst wird es so scharf, so pfefferscharf, 1,5 Teelöffel Pfeffer und 2 Teelöffel Salz. Was für ein Pizzagewürz hast du da genommen? Du, das war eine fertige Mischung. Ich kann es dir gar nicht sagen, was das einfach war. Einfach handelsübliches Pizzagewürz. Habe ich irgendwann gekauft, habe ich genommen. Gut. So. Da haben wir noch was stehen. Den Sprutz Zitrone brauchen wir danach und das Olivenöl brauchen wir jetzt, um die Zwiebel und den Knoblauch anzuschwitzen. Gut, dann geht's weiter am Thermi. Wer von euch natürlich keine Thermi hat, hat nicht jeder, ist klar. Muss auch nicht sein. Kann man auch in jedem Topf machen. Kann man auch in jedem Topf machen. Also einfach umwandeln, so wie ihr das braucht. Und lecker Pizzasoße haben. Aber wir gehen jetzt definitiv an Thermi. Hey Murmel, du Faulbär. So, die Zwiebel. Moment. Ja, die Zwiebel haben wir geviertelt, weil sonst gibt es so Glaufterscheider. Was für Dinger? Glaufterscheider. Was sind Glaufterscheider? So dicke, fette Boller. Den Knoblauch hauen wir ganz mit rein. Deckel drauf. Und dann häckseln wir das 5 Sekunden, 7 Sekunden, Stufe 5. Also wer kein Thermi hat, einfach eine andere Küchenmaschine nehmen oder mit der Hand klein hacken. Das schieben wir nach unten. Geben 40 Gramm Olivenöl dazu. Nicht vergessen, im Thermi unten ist eine Waage drin und es waren exakt 40 Gramm. Und dann schwitzen das 2 Minuten auf 100 Grad Stufe 1 an. Umgewandelt in eine Bratpfanne, etwas anschwitzen, fertig. Glasig dünsten, genau. Und ich würde mal sagen, das riecht nach Zwiebel und Knoblauch. Tomaten. Und das funktioniert nur mit eigen angebauten Tomaten. Gewürze. Tomatenmark, Balsamico-Essig, Basilikum, dieses Mal richtig ausgesprochen, oder so,
Und wie lange jetzt wieder? Das muss man auf zweimal kochen, weil es so viel Menge ist. 20 Minuten, 100 Grad, Stufe 1,5. Das lassen wir jetzt kochen. Gut, Moment. Hier müsstet ihr halt wieder die Tomaten klein schnibbeln und dann in den Kochtopf kochen, das Ganze. Ja. Wir warten jetzt, bis das soweit fertig ist. Und in der Zwischenzeit schauen wir ganz einfach, was die anderen Miezen machen. Sausel! Ja, die Katze ist leider taub, die hört einen nicht. Ne, du? Oh, das ist nicht ganz eine Süße. Und hier pennt der Dritte im Bunde. Ne, Kasimir? Oh ja. So Leute, aber dann geht's gleich wieder am Thermi weiter. 3, 2, 2, 1. Abkühlzeit, bitte warten. Na ganz toll. Jawohl, aber jetzt. Oh. Oh. Leute, ich sag's euch, der Duft, der hier aufsteigt, gigantisch. So. Jetzt sieht man, dass diese Tomaten nicht ganz verkocht sind. Ja. Also. Warmen wir die jetzt ganz kurz. Nochmal klein pürieren. Da meinst du ja, das Ding explodiert. Und nun? Wir kochen jetzt nochmal so 10 Minuten auf 100 Grad. Ja. Weil dann kann ich das einwecken. Also sprich in Gläser. Ich fülle die dann in Gläser ab wie Marmelade. Ist ja schließlich eine Basissoße für Pizza oder Spaghetti Bolognese oder normale Tomatensoße. Dann habe ich einfach was auf Vorrat. Gut, dann warten wir jetzt, bis die ja, knappe 10 Minuten um sind. Dann sputzt Zitrone noch mit rein. Ihr könnt natürlich auch eine frische nehmen, aber die aus der Pulle tut es genauso. Und ja, wenn das soweit ist, sehen wir uns, wenn wir umfüllen und natürlich probieren. So weit fertig. Ach, der Dampf ist geil. Riecht gut. Probieren. Ein Probierlöffelchen. Moment. Boah. Grandios. Grandios. Nam, nam, nam. Lecker. Dann wird die Pizzasauce in kochend ausgespülte Gläser gefüllt. Es ist ja sozusagen einwecken, oder? Ja. Und so wird sie jetzt komplett abgefüllt und wir sehen uns danach wieder. So meine Lieben, diese vier Gläser hat es gegeben. Ja mein Schatz, was sagst du jetzt zu der Haltbarkeit von diesen Gläsern? Also,
Meine Pizzasoße hat keine lange Überlebensdauer. Ja. Vor allem, weil sie so flexibel ist für Lasagne, Spaghetti Bolognese, Pizzasoße oder wenn es ganz schnell pressiert, Spaghetti und einfach so eine Pizzasoße drüber und schon ist das Essen gerettet. Ja, ihr wisst Bescheid. Leckere Pizzasoße. Mein Schatz hatte gerade noch was angefangen zu sagen. Das war. Aber. Aber? Was aber? Du wolltest noch was dazu sagen, wo ich die Cam ausgemacht habe? Das weiß ich nicht. Also kein Aber, Gott sei Dank. Selbst wenn jemand vorbeikommt und nicht kochen kann, dem kannst du dann einfach so ein Glas Pizzasauce in die Hand drücken. Also, wie gesagt, lässt sich natürlich auch auf einen normalen Kochtopf umwandeln und ist zwar vielleicht ein bisschen mehr Arbeit, aber Leute, ich sag's euch, es lohnt sich. So wie es ist, direkt auf Pizza drauf oder für andere Sachen. Nam. Danke, mein Schatz. Abtrocknen jetzt, los. Aber danke, mein Schatz, dass du uns die Soße noch gezeigt hast. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.